Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Call of Duty. Die letzte Mission habe ich die Schwierigkeit runterschrauben müssen. Ich hätte es nicht geschafft. Mein größtes Problem ist, ich finde gerade nicht, wie man die Schwierigkeit wieder raufschaltet. Das heißt, ja, ich habe gerade absolut keinen Plan, wie ich das machen soll. Ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir. Ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Ben, erschieß ihn! Ich versuch's, ich versuch's! Schneller! Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Deckung! Na los! Turner wird den Manövertrupp auf den Platz führen. Unser Job! Unterstützungsfeuer von der Kirche aus! Noch Fragen? Gut! Ich hab ne Frage! Jetzt nichts, Deins! Es schwingt ein goldener Stern! Los jetzt! Ich glaube, er mag mich! Gut, schauen wir noch mal. Es muss doch irgendwie gehen, die Schwierigkeit wieder raufzustellen. Bei Grafik wird kaum dabei sein, bei Audio auch nicht. Ja. Das Haus sichern! Rücke vor! Gebe Deckung! Bewegung voraus! Direkt voraus! Problem ist halt mit dieser Schwierigkeit, CD. Ich renne in das Haus einfach rein und. Ja, gut, das geht jetzt nicht, aber es ist halt. Keinen Plan, was ich machen soll. Wozu sollte ich den blöden Kopf unten halten? Es ist ja. Es ist ja eh. Bis auf das, dass meine Munition bald alle sein wird, ist das absolut. Ich
Ich hab dich! Ich seh ihn! Ich krieg die Deckung! Ja, Alter, geht da aus dem Weg! Halte durch, Kumpel! Na, ich muss ehrlich sagen, das macht gerade so wenig Spaß. Das macht gerade so echt wenig Spaß. Ach Gott, das ist blöd. Weil ich mag eigentlich nicht die anderen Missionen nochmal machen, muss ich auch ehrlich sagen. Haus gesichert! Zur Kirche vorrücken! Scheiße! Auf der Straße sind noch mehr! Muss nachladen! Das finde ich nämlich echt nicht cool. Weil das ist jetzt irgendwie... Das ist jetzt alles so leicht, ich weiß nicht, das ist, ja natürlich, ich bin gerade gestorben und alles mögliche, aber... Es ist halt, ich stelle mich quasi direkt neben den depperten Panzer und mir passiert nichts. Das ist halt jetzt so dieses 0815, dieses klassische, diese klassischen Shooter-Kampagnen einfach. Schalt den hier nicht ein, renn einfach durch und schieß ein bisschen. Genau das habe ich jetzt gerade. Und ja, ich weiß natürlich, dass ich gestorben bin auch schon. Aber das ist halt eben genau deswegen, weil ich jetzt mein Hirn ausschalte und... Ja. Geh rein einfach. Setze auf Veteran wäre ich jetzt nicht nur einmal komplett hinüber. Auf Nicht-Veteran rennt man halt da jetzt einfach durch, als wäre nichts. Geht's da irgendwie? Ich muss zwar auch den Weg finden, wo ich hin muss. Welche Kanonen zu? Ja, genau das. Bewege mich zur Tür! Leute schießen unsere Jäger ab! Ja. Wird mir fast nichts anderes übrig bleiben, als dass ich halt jetzt die Karriere nicht auf Veteran weiterspiele. Tut mir ziemlich leid, ist ziemlich langweilig. Ich werde das aber hoffentlich doch danach nochmal nachziehen. Mag nur jetzt ehrlich gesagt auch nicht die ersten zwei Missionen noch einmal machen. Leiter auf! Sie hat hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Nein! Na los, auf geht's! Da sind wir halt schneller durch, das ist ja auch. Es hat so auch seine Vorteile.
Unterstützungsfeuer, damit sie diese Flaks ausschalten können. Deutscher am brennenden Auto. Schalten Sie die Leute aus, die sonst mit dem Weg zur Flak versperren. Gut gemacht, Daniels. Du hast das im Griff. Deutsche, direkt vor Ihnen. Er ist verwundet. Boden. Der steht nicht mehr auf. Schaffen Sie ihnen einen Weg. Halbkettenfahrzeuge fahren auf den Platz. Sie nageln unsere Jungs fest. Auf ihre Geschütze feuern. Eine zerstört, zwei übrig. Da drüben hin feuern. Ja, die haben ja eh Feuerschutz. Was ist denn? Ach, ich kann ja auch nicht alles machen. Jojo, Stress nicht. Ja. Ich mache eh schon, was ich kann. Was verdammt war das? Muss Körner sein. Weiter so. Geben Sie Deckung, damit Sie Sassmann helfen können. Verdammt! Unsere Jungs beschützen! Jo, Havara. Konzentrieren! Ich beschütze ja eh, wo ich kann. Gut, dann schauen wir, dass wir da schon rauskommen.
Jetzt aber lass doch los. Diese Mini-Quick-Time-Events, ja. Sind ja ganz nett. So, Bewegung. Was ist denn jetzt? Vielleicht Flügel, Private? Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel. Scheiße, ich habe da drin zwei Männer verloren. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören. Jo, mach mal eh. Ich kann Sassmann nicht sehen. Verdammt, vor dem Einsturz waren Sie noch zusammen. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, diese Position zu halten. Ja, ja, das. Da, bitte! Wo ist denn dein Flammenwerfer? Wo ist der Flamme? Hä? Sie rücken von Süden vor. Wenn er sagt, ich soll den Flammenwerfer benutzen, dann sollte ich auch wissen, wo der blöde Flammenwerfer ist. Aber ernsthaft, wo ist der Flammenwerfer? Da ist der Flammenwerfer. Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Jo, ein ziemlich hartes Sam. Wenn die Mittlers Kopf auf ein Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei.
Gut. Dann haben wir diese Mission auch. Ich sag vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus.